Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute ist Freitag, das bedeutet, es muss sich also um eine Interviewfolge handeln. Und diesmal bin ich interviewt worden, und zwar vom Ralf Riedel als Life-Coach. Und hat mich einfach gefragt, ob wir nicht mal zusammen talken wollen. Und es war echt ein cooles Gespräch. Und ich habe mir gedacht, ist eine Podcast-Folge wert, oder? Also habe ich es hier hochgeladen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Wir reden über das Thema Verstand und warum unser Verstand Chaos in unserem Leben erzeugt. Herzlich willkommen zu meinem Live-Talk. Mein Name ist Ralf Riedel, die mich kennen. Ja? Und heute habe ich einen speziellen Gast bei mir. Da habe ich mich schon länger drauf gefreut. Die Linda Giese, die steckt schon tiefer in dem Thema drin. Sie ist Expertin für Spiritualität und macht verschiedene andere Sachen noch. Da kommen wir später auch nochmal kurz dazu, als Einstieg nochmal. Und wir haben heute das spannende Thema, das ist das, wo, wie schon gesagt, habe ich mich schon lange darauf gefreut, dass wir heute mal ein bisschen tiefer in dieses Thema Bewusstsein, Verstand und so weiter eintauchen. Verstand erschafft Chaos oder erzeugt Chaos. Und was das alles auf sich hat, da steigen wir heute richtig ein. Ja, herzlich willkommen, liebe Linda. Dankeschön, lieber Ralf, für dieses wunderschöne, für die wunderschöne Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich richtig, richtig doll, dich auch persönlich, ja, jetzt muss ich ja sagen, nochmal kennenzulernen, weil wir haben natürlich immer den Start schon wieder ausgestreckt. Ganz toll. Genau. Ja, hat mich auch gefreut, das war schon beim ersten Kontakt und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir heute mal ein Live machen. Ja, was mich interessiert zum Beispiel, du bist ja jetzt einfach von deiner Persönlichkeit, es ist ja immer spannend, man kommt ja nicht auf die Welt normalerweise, dass man sagt, ich mache jetzt quasi spirituelle Business irgendwas, ja, es war ja früher auch nicht so selbstverständlich, die Zeiten haben sich ja Gott sei Dank jetzt auch mittlerweile geändert. Und wenn du mal ganz kurz, wenn man sagen würde, also ein bisschen so Eckpunkte mal erzählst für meine Zuschauer, von meiner Community, wer du bist und wie du dazugekommen bist, dass wir so ein bisschen einen Einstieg haben, dass man weiß, okay, so einfach ganz grob mal, wenn du mal kurz erzählst. Okay, machen wir mal so wirklich so einen Schnelldurchlauf. Ja, genau. Also als Sonderling zur Welt gekommen, wirklich in der Tat als spiritueller Fuzzi in eine Familie hineingeboren, die vorgeprägt war, aber eben aufgrund der Problematiken, dass Spiritualität so abgelehnt wurde, bin ich natürlich in einem Elternhaus gelandet, die mich davor bewahren wollten. Das heißt, es gab ganz viel Ablehnung bezüglich meiner Fähigkeiten und meines Seins. Das war ganz, ganz schwierig. Ein ganz großer Eckpunkt war meine spanische Großmutter, die Mutter meines Vaters, die als La Bruja in Spanien sich auch einen Namen gemacht hatte. Auf der einen Seite positiv, weil heißt auch Hexe, Heilerin und Zauberin, aber eben auch Hexe. Und das heißt, es gab auch welche, die haben sie abgelehnt. Das Schöne war wirklich, dass sie in wirklich Krisenzeiten bei uns zu Hause in Deutschland zu Besuch war oder wir in Spanien und sie wirklich gespürt hat, dass meine Eltern mit mir überhaupt gar nicht zurechtkamen. Du musst dir vorstellen, ich habe alles gesehen, alles wahrgenommen. Das heißt, wenn meine Mutter mir vorgegaukelt hat, es geht ihr gut, habe ich gesehen, was dahinter steckte. Und das war für mich permanent ein Unsicherheitsfaktor, weil ich dachte natürlich immer, ich bin falsch, meine Wahrnehmung ist falsch. Weil wenn der Erwachsene, von dessen Leben du abhängst, ja, Versorgung, dir was anderes zeigt, stellst du dich permanent in Frage. Das heißt, ich war auf der einen Seite ein unglaublich wahrnehmender Mensch, auf der anderen Seite ein sehr unsicherer Mensch. Bei mir permanent gespiegelt wurde, so wie du bist du nicht richtig. Und sie hat dann irgendwann in einem Deutschlandbesuch zu meinen Eltern gesagt, und zwar Gott sei Dank auch sehr dominant und auch ist beigeblieben, eure Tochter hat nicht zu wenig, die hat zu viel. Und gebt sie mir bitte mit. Ich helfe ihr, ihre Energien zu kanalisieren. Ja, und das war mein absolut großes Glück. Wahnsinn. Ja, und die haben das dann auch Gott sei Dank gemacht. Und dann bin ich in der Lage gewesen, meine Energien zu kanalisieren, also zu spüren, was ist da. Sie hat mich zum Beispiel als kleines Mädchen auf den Schoß gesetzt, hat mir die 78 Tarotkarten insofern erklärt, dass sie mir 78 Märchen erzählt hat. Für mich als Fischemädchen, bildliches Vorstellungsvermögen. Superschön. Ich habe gelernt, die Tarotkarten zu lesen. Ich lese in deinem Leben wie in einem Buch. Ja, ich kann über eine Tarotkarte halt eine Stunde, zwei reden. Verstehe. Und meine Mutter ist selbst tödlich verunglückt. Da war ich gerade eben 12 und den Tod habe ich 14 Tage vorher gesehen. Das war auch ein ganz markanter Punkt, wenn du von Eckpunkten sprichst. Ja? Mhm. Das war für mich auch wie so eine spirituelle Erleuchtung. Mhm. Dadurch, dass ich wusste, was passiert, war für mich auch zum ersten Mal klar, Mensch, du bist doch richtig. Egal, was alle sagen, du bist richtig.
Sie hat sich auch verabschiedet in der Todesnacht. Da wusste noch keiner, dass sie verstorben war. Da wusste ich schon, dass sie gegangen ist. War auch ein ganz krasser Zustand, weil 12 denkst du nicht, dass deine Eltern sterben. Selbst wenn du es vorhergesehen hast, ist das für dich nicht greifbar. Ja, ja, verstehe. Absolut. Und, und dann habe ich halt ziemlich früh einen Weg gesucht, irgendwo mit meiner Andersartigkeit zu performen. Und das war natürlich mit den Tarotkarten, mit einem extremen, also ich war als Jugendliche auch ein richtiger Punk, also ich habe richtig revolutioniert, also ich war für die Eltern meiner Freunde ein Albtraum, die hätten mich auch am liebsten von hinten gesehen, aber dadurch, dass ich Tarotkarten legen konnte, durfte dieses freche Mädchen doch rein, weil meistens die Frauen, Hausfrauen damals sehr viel, doch sehr viele Fragen hatten. Und da ich die beantworten konnte, durfte ich doch ins Haus und doch mit den Kindern spielen und die Fragen beantworten oder spielen, also mich treffen mit den Jugendlichen. Und das war so der Start meines Weges. Und als ich dann meinen Mann verlassen hatte, war meine Tochter 5 Jahre alt, war ich wieder in einer riesengroßen Krise. Und da war auch wieder die Spiritualität der Weg raus. Und da habe ich mich dann auch entschieden, aufzuhören, mich anders zu fühlen, sondern das, was ich bin, zum Vollberuf zu machen. Also absolut. Ich bin da wirklich ins Vollweib, Vollberuf, egal was andere denken, ich bin voll da rein. Sie wollten mir das Kind wegnehmen, weil ich spirituell war. Ja, ja, noch absolut. Also, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage ist es ja völlig an der Zeit. Genau, richtig. Jetzt bin ich hier mit allem, was ich gerne tue und inspiriere total gerne und bin so dankbar für diesen Mut hier. Sehr gut. Ja, das war wirklich, also da können wir wahrscheinlich mehrere Stunden, da hast du wahrscheinlich schon mehrere Stunden drüber gesprochen. Heute haben wir ja das Thema letztendlich Verstand erzeugt Chaos letztendlich. Und also wie schon gesagt, da können wir auch mehrere Lives, wochenlange Lives machen, je nachdem. Also da ist es absolut sehr, sehr spannend. Ja, für mich in der Hinsicht, wer mich jetzt ein bisschen oberflächlich kennt, ich bin vom schamanischen Weg her, ich bin dazugekommen, weil ich emotional mich absolut in der Krise befunden habe. Ich habe ja auch in der Krise von meiner Kindheit heraus eben das Gefühl gehabt, Mensch, mein Vater war Alkoholiker, hat uns quasi umbringen wollen zu der Zeit, das war ganz schlimm. Und da habe ich mich geflüchtet in so eine Spiritualität, in so eine Sphäre, würde ich vielleicht so beschreiben, die aus diesem Gebet und aus dieser Kung-Fu-Welt quasi, aus dieser ja quasi disziplinierten Kung-Fu-Welt bestanden hat. Und dann hat so quasi mein Weg quasi mit dieser Spiritualität erstmal angefangen. Ich habe immer viele Fragen gehabt, aber zu der Zeit, das kann man sich wahrscheinlich heutzutage kaum noch vorstellen, da hat man ja keine Information, da hast du ja nichts gehabt letztendlich. Du warst immer nur für dich alleine und hast du versucht, irgendwelche Antworten irgendwo aus dir selbst heraus zu erarbeiten. Und es hat länger gebraucht und letztendlich bin ich dann auch über eine normale Chakrenarbeit und so weiter rübergekommen, über die östliche Philosophie, über Kung Fu und Qigong war ich ja auch Lehrer, bin da tiefer reingegangen und dann immer mehr und mehr auch diese Elemente-Lehre, auch, also verschiedene Systeme auch kennengelernt, das ist auch wieder Weg für sich. Und wo ich gemerkt habe, wo ich dann angefangen habe, Menschen zu behandeln, einfach nur so, wo dann so erstaunliche Resultate gekommen sind, dass ich das Gefühl gehabt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wäre es für mich wie eine Verschwendung. Also es ist wie, ich muss da jetzt weitergehen letztendlich. Und ich habe gewusst, ich habe so emotional gemerkt, mein Herz ist nicht auf. Aber es hat mir keiner zeigen können, wie ich das öffnen kann. Und dann, das hat mich zu einer Schamanin geführt. Die hat eine Sitzung gemacht. Und in dem Moment, wo sie den Raum geöffnet hat, man rasselt dann in die Himmelsrichtungen und dann öffnet man quasi den Raum, den geschützten Raum. Den heiligen Raum. Den heiligen Raum, genau. Cool. Und das ist jetzt schon wieder, ne? Für mich so gewesen, dass in dem Moment, wo sie das gemacht hat, der hat noch gar nichts gemacht, ja, ist bei mir eine Seite angeklungen, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt habe, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist die Reise, also jetzt ist das der Grund, warum ich hier in dieser Inkarnation bin. Und also mein Leben lang, wo ich gesucht habe, hat jetzt quasi ein Ende, jetzt zumindest so. Und ich bin jetzt auf meinem Weg. Natürlich habe ich noch viele Sachen dann dazu gemacht. Aber das ist jetzt das, was mich zum Schamanismus geführt hat. Und also es ist ja immer verschiedene, also ich sage jetzt mal, ich bin spirituell weder in die eine Schublade noch in die andere Schublade. Also jeder geht seinen eigenen Weg. Und ja, Begrifflichkeit, ob es jetzt Schamanismus, Engellehre oder Elementelehre oder irgendwas, es ist ja für mich alles in Anführungszeichen eine Energie, eine Wahrheit. Und jeder versucht, diese Wahrheit eben zu beschreiben.
Ne? Ja, und jetzt gehen wir mal zum Thema rein. Verstand erschafft Chaos, der Aufhänger letztendlich. Warum ist es denn so? Was glaubst du? Oder wenn wir so mal wenn wir jetzt mal den Verstand nehmen, was ist denn der Verstand überhaupt und wie wird er bewertet? Und warum erschafft er dann letztendlich dann Chaos? Das ist einfach der Aufhänger, warum man gesagt hat, Mensch, da gehen wir mal rein in dieses Thema. Weil viele Menschen sind Verstandesmenschen oder ja, wir alle suchen auch den Verstand ein bisschen im Zaum zu halten in bestimmten Situationen. Ja, ich übergebe mal an dich. Also vom Grundsatz her ist ja unser Verstand mit unserem Körper verbunden. Das heißt, unser Körper bekommt ja sozusagen auch seine Befehle vom Bewussten oder Unbewussten. Ja, das alles funktioniert und der Verstand spielt dann wirklich eine sehr große Rolle. Das heißt, unser Verstand ist identifiziert mit unserem Körper. Und unser Verstand hat zwei Aufgaben. Also eigentlich hat er eine Aufgabe, nämlich den Körper und somit auch sich selbst am Leben zu erhalten. Das ist das Wichtigste, das war schon seit Urzeiten so. Er warnt uns ja vor Gefahren, ja, ist mit den Instinkten, mit den Sinnen verbunden, ja. Unser Verstand nimmt ganz, ganz vieles wahr, ob bewusst oder unbewusst. Ja, ich nehme das alles als Verstand. Und der signalisiert uns, was zu tun ist. Und was unser Verstand noch fast ein bisschen lieber macht, als das Leben zu erhalten oder zu retten, ist Recht zu haben. Und da kommen wir auf deinen Vater, der versucht hat, euch alle umzubringen. Ja, ich hatte übrigens eine Stiefmutter, nachdem meine Mutter gestorben ist, die mich auch permanent, immer wenn ich dachte, ich bin jetzt gerade mal entspannt, kein Mensch zu Hause, liege in der Badewanne, boom, hat die versucht, mich zu ertränken. Das war also wirklich gruselig. Deswegen, als du das gerade sagtest, ich kannte das nicht von dir. Wurden vergessene Erinnerungen in mir wach. Ja. Aber ich glaube, was diese beiden Menschen gemeinsam hatten, also dein Vater und meine Stiefmutter, das Thema Recht haben. In der Ursache, ich will gut genug sein, ich will besser sein. Ja? Dein Vater hatte mit Sicherheit ein riesengroßes Chaos in sich über seinen Verstand, über das Erlebte, über das Erlernte und über das, wie es die ganze Zeit in seinem Kopf abspielte. Genauso gut wie meine Stiefmutter. Und das hast du auch und das habe ich auch. Und das hat, glaube ich, jeder, der von uns zuhört und zuschaut, hat einen Verstand, der den ganzen Tag automatisch funktioniert und uns die ganze Zeit versucht, irgendetwas zu verklickern. Das muss der auch tun. Das werden wir auch unser Leben lang nicht tun. Absolut. Der Punkt ist aber, dass wenn wir begreifen, dass dieses Chaos oder diese Dramen oder dieses, was wir so über unseren Verstand erleben, wenn wir begreifen, dass das nur funktioniert, weil unser Verstand die Dualität erzeugt. Das heißt, wir glauben ja alle, wir leben in einer Welt der Dualität, der Polarität. Wenn wir in die Welt schauen, wird das auch bestätigt. Aber letztendlich passiert das nur, weil unser Verstand aufteilt in Ja und Nein. Apfel ist keine Birne. Ja. Ralf ist keine Linda und umgekehrt. Also das heißt, er muss die Dinge separieren, um sie allein benennen zu können, damit sie eine Bedeutung bekommen. Das Ganze spielt, wenn man es ganz hart nimmt, auf diesen Überlebensmodus zurück. Oder Rechthabensmodus. Wenn man das Prinzip begreift, dann können wir aufhören, uns mit dem Verstand zu identifizieren. Dass er das tut, okay. Ich meine, wir haben beide im Vorgespräch gesprochen, wir haben Ayahuasca-Zeremonien mitgemacht. In solchen Zeremonien gibt es diese Trennung nicht. Und wenn, reflektierst du die in einer Endlosschleife, bis du die Vereinigung gefunden hast. Gibst du mir recht, wahrscheinlich jeder auf seine Art und Weise. Das heißt, die Trennung des Verstandes zu überwinden, wenn wir schon von Erwachen, wenn wir von Erleuchten, wenn wir von Spiritualität sprechen, selbst in der Persönlichkeitsentwicklung, wo man auch immer besser werden will, ist ja auch, weil man vielleicht nicht gut genug ist oder besser werden möchte als andere oder erfolgreich sein will oder weil man das, was man hat, nach außen tragen will. All diese ganzen Bemühungen sind ganz toll und sie sind auch für die Entwicklung unseres Planetens und der Menschheit in einer gewissen Form sinnhaft. Aber die Identifikation damit erzeugt das Chaos. Ich leide, wenn ich was nicht erreicht habe. Und immer dann, wenn ich angekommen bin, weiß mein Verstand schon längst, was noch oben drauf muss. Das heißt, unser Verstand befindet sich permanent in einer Informationsquelle. Du bist nicht gut genug. In einer permanenten Bewertung, der ist besser, da gibt es noch mehr. Hast du berücksichtigt das? Hast du genug Einkommen? Absolut. Bist du wirklich geliebt? Also diese ganzen Dinge, das ist alles nur hier.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Da hast du viele Parallelen auch für mich jetzt, wie ich das genauso sehe, angeschnitten. Also ich möchte jetzt da mal was zitieren. Ich habe jetzt von einem Meister gelernt, der wiederum von einer der höchsten Schamanen, der es in Peru gegeben hat, der quasi seit Kindheit quasi mit den Bergen sprechen konnte, wie wir jetzt quasi uns unterhalten, konnte er mit den Bergen sprechen, das sind die höchsten Energien dort. Und der hat gesagt, der hat nur einen Satz gesagt, der hat gesagt, wenn der Geist aufhört, fängst du an. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was der damit meint. Ich habe dann schon wirklich wochenlang, monatelang darüber nachgedacht, das ist doch unlogisch und überhaupt, ja. Und jetzt natürlich aus dieser anderen Sicht, auch aus verschiedensten Erfahrungen, macht es natürlich Sinn, weil ich selber empfinde es auch so, ob man jetzt Ayahuasca, Schwitzhütte oder eben auch bei mir war es jetzt auch die Visionssuche nehmen. Alle haben gemeinsam, für mich zumindest, das Gefühl gehabt, dass ich in dem Moment mein Gefäß, das ich für mich so jetzt nehme, also meinen Geist und meinen Körper als Gefäß, wenn ich nehme, komplett loslassen konnte und musste. Weil wenn man in dem Moment in diesem Prozess drin ist, dann kann man da nicht mehr raus. Obwohl du, und ich habe es auch so empfunden, obwohl man dann irgendwo, der Verstand kommt dann hoch. Also es ist wie wenn der Verstand will dann überleben in dem Moment und dann kommen dann Ängste, was auch immer, was hoch. Und dann ist mir aufgefallen, wie stark ich an diesen Ängsten, wie stark ich an diesen überhaupt Glaubens, wie die Welt wohl funktioniert, das habe ich total festgehalten, ja. Und also in dem Moment ist mir das erstmal aufgefallen, ja. Und dann bin ich daher durch letztendlich und danach habe ich, das waren wirklich so Momente in meinem Leben, wo ich sage, es ist für mich ein Glück, dass ich sowas erleben durfte, dass ich Teil, wie habe ich dir ja schon gesagt, einfach sich Teil als der Schöpfung zu sehen und Platz zu machen für, man sagt jetzt, großer Geist oder auch die Natur, je nachdem, und einfach sich selbst als Persönlichkeit komplett rauszunehmen. Und das ist für mich, wenn der Verstand komplett aufhört, dann macht man sich frei für diese, also das kann man ja nicht, für diese wunderbare Liebe letztendlich oder die Schöpfung, ja. Und das ist quasi das, wo ich immer so ein Augenzwinkern, wie man sich entwickeln könnte, also auch in jetzt quasi, wie ich jetzt quasi bewusst in diese Richtung weitergehen kann. Das ist so diese Momentaufnahme. Natürlich kann ich das nicht immer halten, aber ich kann Menschen dahin führen. Das ist quasi das, oder möglichst dahin führen, soweit wie ich es eben auch imstande bin, selber auch loszulassen oder aufzumachen. Das ist ja immer so ein Wagnis letztendlich, ja, also sich zu öffnen, weil das ist ja, ne, genau. Es ist wie Sterben so ein bisschen, ne? Absolut, wenn das, ja. Wenn das Ego wie, dann wirklich loslassen muss, das ist Sterben, ja. Es ist wie, das ist absolut wie Sterben, genau. Genau, von daher. Ja. Ja, dann haben wir doch das Wesentliche schon besprochen. Eigentlich sind wir durch, ne? So schnell, ne? Ah ja, das. Ja, im Prinzip, wenn wir jetzt da nochmal zurückgehen, für mich ist ja das Chaos auch, ich merke das ja auch, dass ich diesen Ruf hatte, diesen inneren Wunsch, diesen Ruf, irgendwas, also es gibt ja zwei Stimmen, die, also für mich zumindest, wie ich es wahrnehme, die Stimme, wo ich sage, pass auf, ist so eine leise Stimme, ich muss es jetzt tun, auch wenn es irgendwie unangenehm ist, auch wenn es schwierig ist. Und auf der anderen Seite, naja, aber du hast es ja hier ganz schön, du musst es ja nicht machen und so, ein bisschen so, ne? Mhm. Genau. Und jedes Mal, wenn ich darauf gehört habe, auf diese Stimme, dass ich sage, zum Beispiel jetzt nach Peru oder nach Kanada, je nachdem, wenn ich das gemacht habe, dann hat sich das, es kann sich der Verstand gar nicht ausmalen. Das ist ja das. Mhm. Weil das Geschenk, was du danach bekommst, und das muss jetzt nicht immer mit einer Zeremonie in Verbindung machen. Das kann ja auch mit anderen Sachen sein, ja. Aber das Geschenk, finde ich immer, das ist so immens viel größer, wenn man dem Herzen oder dem Verstand jetzt mal einfach beiseite lässt, sondern einfach sich dem großen Geist, dem Herzen, der göttlichen Führung, wie auch immer, wie man es nennen will, wenn man den sich mal öffnet und einfach dem vertraut und schauen, was passiert. Da glaube ich, ne? Genau. Absolut. Also für mich ist ja sowieso, der Verstand ist ja sehr stark mit unserem Unterbewusstsein verbunden und unser Unterbewusstsein ist insofern unser bester Freund, dass er uns die ganze Zeit schön in der Komfortzone halten möchte. Am besten auf der Couch festpackern, damit man sich nicht bewegt, dann kann uns nämlich nichts passieren. Da sind wir wieder beim Überleben. Ja. Und wenn wir es wirklich schaffen zu sagen, okay, hier auf der Couch ist wirklich sehr geil und sehr gemütlich und ich fühle mich hier auch sicher, aber ich habe da so einen Herzensruf, der bedeutet vielleicht in einer gewissen Form Wagnis. Ja,
was auch immer. Jeder hat ja so sein eigenes Ding. Für dich war es die Reise nach Peru übrigens. Ne? Mich hat Peru auch gerufen. Es war fantastisch. Auch auf über 4000 Meter mit Sauerstoff, weil ich habe voll die Höhenkrankheit gekriegt. Das war krass. Mit Amazonas ein paar Tage. Wirklich schön. Also war wirklich mega geil. Aber für den einen oder anderen ist ja auch die Komfortzone zu verlassen, vielleicht so sein Herzensprojekt online zu stellen. Ja, sich das zu trauen, sich zu zeigen. Ja, ja. Ja. Oder eben zu sich zu stehen, wenn ich Nein sagen möchte, auch wirklich Nein zu sagen. Also wirklich bei sich zu sein. Ja. Koste es, was es wolle. Natürlich ist eine Entscheidung für etwas auch immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. Ja. Und da unser Verstand nimmt an dem Punkt ganz schnell auch die Konsequenzen hervorleitet, wir überleben, genau, werden wir sehr gerne automatisch in einer Komfortzone gehalten. Ja? Und da wirklich aufmerksam zu sein. Wirklich, also unser Verstand, das können wir nicht ändern. Ich vergleiche das immer so, hier ist mein Kopf, ja, und meine Gedanken, also unser Verstand ist für mich wie 1000 Satelliten, die um mich herumkreisen. Die kriege ich nicht weg, aber welchem Satelliten ich wirklich bewusst folge, die Entscheidung habe ich selbst. Ja. Und da wirklich hinzugehen und zu sagen, ich werde hier und da einfach mal den Gedanken folgen und den inneren Prozessen auch folgen und nachgeben, die eventuell ein Abenteuer bedeuten in meinem Leben. Und dann ist nämlich das, was du gerade beschrieben hast, was ich auch so oft schon erfahren habe, auf einmal geht die Welt auf. Ja. Kommen tausende von Möglichkeiten rein und dann kriegen wir das Thema Erfüllung und die Angst wird immer weniger. Ja. Und der Verstand wird auch immer ruhiger und der wird für das gebraucht, wofür er da ist. Ja. Pläne machen, Termine machen, genau. Logisch einschätzen, alles. Dafür ist ja mega, wir wollen ihn ja nicht ganz loswerden. Absolut, ja. Ja, finde ich absolut genau das, wo ich auch das Gefühl habe, in dem Moment, also wer hat es denn einem gezeigt? Wo hat man es gelernt? Die ersten Male oder das erste Mal überhaupt, wo man sagt, okay, ich entscheide mich für mein Herz oder für meine Intuition, je nachdem, wie man es bezeichnen will, lass den Verstand beiseite. Das ist eine der größten Lebenskrisen, habe ich so das Gefühl, die man für sich jetzt selber durchlebt, weil man ja keinen von außen fragen kann, weil das muss man für sich selber entscheiden. Und in dem Moment, wenn du es einmal gemacht hast, dann weißt du schon mal, ich habe es ja schon mal gemacht. Okay, wenn du es das zweite Mal gemacht hast, dann denkst du, naja gut, okay, jetzt kommt es wieder, ja. Und dann habe ich so das Gefühl, okay, man kommt dann hier so richtig so in das Gefühl rein, wo man sagt, man wird irgendwo ruhiger, gelassener. Und also ich beschreibe das so, ich mag dieses Bild einfach, wenn man sich dann vorstellt, der Verstand erzeugt die Wolken, wenn man das jetzt aufs Wetter bezieht, und du bist aber mehr wie die Wolken, du bist die Sonne, die über den Wolken ist. Und wir vergessen aber immer und identifizieren uns mit den Wolken und denken immer auch, vor allen Dingen jetzt, was du vorhin erzählt hast, dass wir, das beobachte ich auch immer bei meinen Klienten, wenn ich eine Begleitung mache, der Verstand bewertet die jetzige Situation aus dem Jetzt heraus und projiziert aus dem Jetzt heraus in die Zukunft, dass es genauso, weil es sich nicht anders vorstellen kann, weiterläuft. Aber das geht ja, also es wird ja nicht, also auch hier denkt er verzichtet auf was, wenn er irgendwie einen anderen Weg geht. Aber es wird ja oft ersetzt durch was Besseres. Und das den ist Mut muss man aber haben, ne? Das ja. Und manchmal ist dieses Bessere, und das ist das, wo ich jetzt mich selber auch bewusst in solche Situationen begeben habe auch, manchmal ist das Bessere aber auch erstmal verpackt in einer größeren Herausforderung. Genau. Dass man sagt, ich weiß, ich muss es jetzt tun. Ich weiß, ich muss es jetzt tun. Ich kann da keinen Umweg machen. Als Beispiel wie innere Stärke empfinden oder innere Stärke entwickeln, muss ich erstmal durch die Angst oder durch die große Herausforderung durchgehen, dass ich danach stärker bin. Und der Verstand will dir vielleicht einreden, wie du sagst, bleib mal lieber auf der Couch. Netflix. Aber du kannst entweder zuschauen, auf Netflix schauen oder selber deinen Film drehen quasi. Ne? Und das ist so, das ist einfach für mich so diese Motivation zu sagen, okay, ich lasse mich mal auf das Abenteuer an, dreh mal selber meine Lebensepisode in der Hinsicht. Ja? Das ist das, genau. So, und auch in der Lebensepisode können chaotische Zustände auftreten. Selbst mit deinem besten Wissen und Gewissen kann es sein, dass du auch in deinem selbstgedrehten Film in ein Drama hineinstolperst. Und jetzt wieder, der Verstand glaubt, dass das alles ist. Das heißt, immer dann, wenn du in ein Chaos einsteigst, ob es die alte Langeweile ist oder der eigens neue selbstgedrehte Film,
der Verstand erzeugt über seine Bewertungen, über seine Urteile, über das Verurteilen. Wie oft haben wir uns früher erlebt, über Menschen urteilen, lästern, bewerten. Ja? Das macht der Verstand so krass. Es existiert einfach das, was ist. Und unser Verstand erzählt uns eine Geschichte darüber. Das, was ist, ist das, was ist. Wie du das bewertest, ist dem Universum eigentlich ehrlich gesagt Schnuppe. Aber für dich ist es ein Drama. Für dich ist es die Realität. Ja. Genau, und das kann dramatisch sein, wie so ein richtiger Scheißtrip. Absolut. Irgendwann kommst du raus und denkst, Alter, was war das denn für eine Nummer? Wie konnte ich mich da so verlaufen? Also ich kann dir nur eins sagen, und das ist das, was ich mir so als Unterschied empfinde. Vorher war ich, also bevor ich tiefer zu mir selbst gekommen bin, bevor ich tiefer ja auch in die Emotionen eintauchen konnte, überhaupt in der Lage war, da reinzugehen, war ich so, würde ich mich so selbst beschreiben, als mental erleuchtet. Ja? Ja. Schönes Wort. Viele Bücher gelesen. Geil. Und ein paar Meditationen gemacht. Mhm. Dann denkst du, ja, ich bin fast erleuchtet, ich weiß ja schon alles, ja. Und es ist das Gleiche, wie wenn ich beschreiben würde, ich lese ein Buch übers Schwimmen und weiß, wie dieses Wasser sich anfühlt, nur weil ich das gelesen habe. Aber du weißt noch gar nichts. Du weißt gar nichts. Und das musste ich an meinem eigenen Leib erfahren, dass ich gar nichts weiß. Also sprich, dass ich in meiner spirituellen Hochnäsigkeit der Meinung war, ich bin viel weiter, wie ich eigentlich bin. Weil das ist quasi das so, ob es jetzt schamanisch oder auch ein Yoga-Lehrer, also richtig hohe Yoga-Lehrer, die konfrontieren ihn ja auch damit. Also ist das für mich sowieso alles eins. Also der Weg ist nur unterschiedlich beschrieben. Also du musst diese Erfahrung machen, du musst da durchgehen, damit du selber quasi wie schwimmen lernst, ja. Du kannst es nicht anlesen, du musst es gehen. Und da möchte ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe so krasse Ängste, weil ich das vorhin gelesen habe als Kommentar, so krasse Ängste schon gehabt, es war noch gar nicht so lange her, wo ich mich selbst beobachtet habe, wie ich wie ein aufgescheuchtes Huhn hin und her gerannt bin, wenn man gewusst habe, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich wusste nicht mehr, was los ist, ja, weil ich total, also das ist alles total hochgekommen, ja. Und das steckt einfach in einem drin. Da kann man nicht einfach die Abkürzung nehmen. Auch wenn du das verstehst vom Prinzip her, du musst, also das ist in deinem Zellgedächtnis, würde ich so beschreiben, drin, abgespeichert. Und das ist sowas, wo ich immer sage, als dieses Zellgedächtnis, das muss man erstmal Stück für Stück auflösen, annehmen und dann loslassen, dass man dann, also auch dosiert natürlich auch. Weil wenn das auf einmal hochkommt, ist es natürlich für einige vielleicht too much. Und das ist quasi der Verstand, wie ich es ihn beschreibe. Also es ist eng gekoppelt mit dieser Geschichte, wo ich dann sage, das ist für einige, wenn wir dann darüber reden, nimm das Leben nicht so ernst oder irgendwas, ja. Oder die Dualität. Also das fühlt sich ganz krass an, wenn man da drin steckt. Und das wollte ich damit sagen. Also ich weiß, wie sich's anfühlt, aber ich weiß auch, dass es oft auch keinen Umweg gibt, dass man da manchmal durch muss einfach. Ne? Absolut, ja. Deswegen sagte ich auch zu Anfang, unser Verstand ist mit unserem Körper eng verbunden. Das ist dieses Zellgedächtnis, was du so beschreibst, das meinte ich damit. Das ist natürlich, die Dinge kommen hoch und die müssen dann auch echt einfach wirklich mal durchgeführt werden, damit man sie loslassen kann. Das gehört ganz, ganz krass mit dazu, zu diesem Prozess der Entwicklung. Aber es ist auch ein schönes Abenteuer. Was du uns vorhin erzählt hast, das fand ich auch total cool, weil du erzählt hast mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, weil der Verstand natürlich auch eng gekoppelt ist immer, ich beschreibe, deswegen habe ich zwei Begriffe für Persönlichkeitsentwicklung. Einmal Persönlichkeitsentwicklung eines Zweckwegens, weil der Verstand sagt, okay, pass mal auf, das ist cool, wenn du die Fähigkeit hast, oder das ist cool, wenn du da nochmal hast, dann hast du mehr Umsatz oder keine Ahnung, hast du immer einen Zweck gebunden vom Verstand her. Das ist das eine, warum sich natürlich auch berechtigt viele mit Persönlichkeitsentwicklung befassen. Und für mich gibt es dann einen anderen Begriff, den mag ich eben, Persönlichkeitsveredelung. Das ist für mich, dass du dich selbst veredelst, aber einem höheren Zweck wegen, nicht einen primitiveren Antrieb heraus, sondern dass du sagst, pass mal auf, ich verschreibe mich einem höheren Zweck, einem vielleicht auch deinem höheren Wesen, dass du dich selbst verpflichtest, quasi, wenn du hier aus diesem Leben gehst, dein Möglichstes getan zu haben, um dich selbst so weit zu veredeln, dass du vielleicht nicht nochmal kommen musst oder vielleicht auch deutlich abkürzen kannst. Ja, genau. Dann gerne kommst. Genau. Und das ist so das, wo ich dann in der Verbindung auch sehr viel mich natürlich auch mit Meistern befasst habe, also mit spirituellen Meistern.
das am Anfang immer für mich so einen Eindruck hatte, mystifiziert, nach vorne projiziert, dass es so weit weg ist. Aber jeder kann quasi auf sich auf den Weg begeben. Und deswegen sage ich immer, auf die Persönlichkeitsveredelung. Deswegen. Sehr schön. Genau. Ganz, ganz toller Begriff, auf jeden Fall. Ja, ich liebe das sehr. Also ein total schönes Wort. Das habe ich auch so noch nicht gehört. Also gefällt mir total. Ich war ja sehr lange in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene auch mit drin. Wahrscheinlich war es zweckgebunden, meine eigene Intention. Das kann schon sein, wie du das so beschreibst. Und habe aber dann im Zuge dessen, weil mir einfach bewusst wurde, wir sind alle so unterschiedlich wie unsere Fingerprints. Ja? Du kannst nicht alles über einen Kamm scheren, und habe dann zum Beispiel Seinspotenzial-Coaching entwickelt. Ja? Mhm. Das passt so ein bisschen zu dieser Persönlichkeitsveredelung. Mhm. Also wirklich herausfinden, wer bist du? Was sind deine intrinsischen Motivationen? Mhm. Und das, ich beschreibe es immer als Stärken. Ja? Mhm. Und wenn du deine Stärken kennst und diese nach vorne bringst und dein wahres Sein lebst, ja, und dich, wie du so schön sagst, darin veredelst, ja, dann stehen dir, ich sage einfach mal, alle Türen offen, will das aber gar nicht so zweckgebunden jetzt verstehen, sondern wirklich so von dieser Herzensöffnung, von diesem Spirit, von diesem Verständnis der Zusammenhänge und du mittendrin mit deinem auch Menschsein, ja, genau, deinem Spirit, aber auch mit deinem Menschsein. Mhm. Wenn du diesen Flow so für dich erkennen und leben kannst, ist es ein Traum, ja. Dann kann der hier oben auch ganz viel Randale machen, der Verstand. Ich meine, macht meine auch, deiner wahrscheinlich trotz allem auch. Absolut. Ja. Aber das ist dann okay. Er erzählt dann das, was auf seinem Sender läuft, und ich tune dann halt meine Frequenz ein, was ich gerne für den Sender höre. Genau. Ja. Und das ist, also finde ich gut, dass du sagst, also mit den Sendern oder auch mit den Ebenen, würde ich so vielleicht auch beschreiben, dass man sagt, okay, auf welcher Ebene befinde ich mich gerade? Ist ja auch so, dass ich am Anfang gedacht habe und projiziert habe, wenn man wieder bei dem Begriff der Meister sind, wenn man weiterentwickeltes Wesen ist, einfach so allgemein, dann habe ich immer gedacht, dass man dann irgendwann in der Lage sein wird, ständig hochzuschwingen, ständig auf diesen Wahnsinnsbewusstseinszustand zu sein. Und da habe ich mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, auf jeden Fall hat er gesagt, das geht gar nicht. Der hat gesagt, also im Prinzip, also dieser Meister hat gesagt, ein wahrer Meister ist jemand, der sich auf die Situation so einstellt, dass er sein Bewusstsein so anpasst und seine Schwingung so anpasst, was gerade erforderlich ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und natürlich ist es so, wenn du dich länger damit befasst, dann ist es so, dass du natürlich stärker in der Lage bist, länger auch hoch zu schwingen, aber der menschliche Körper ist dafür gar nicht gemacht, der hält es gar nicht aus, so lange hoch zu schwingen. Deswegen muss man halt schauen und regulieren, wann es eben so ist. Und deswegen auch hier mit dem Verstand habe ich so das Gefühl zu wissen, okay, jetzt bin ich lasse mich ganz bewusst auf diese Ebene ein. Da kann man, wir haben den Verstand, wir haben unsere derzeitige Persönlichkeit, dass man das ganz bewusst einsetzt. Und dann kann ich aber auch die Ebene höher gehen oder höher, je nachdem, und das bewusst einzusetzen. Und da habe ich auch das Gefühl, das triggert mich manchmal, muss ich zugeben. Wenn ich dann zum Beispiel diese Weichspülstimmen höre, wenn dann jemand sagt, pass mal auf, ja, also bei mir ist es auch so, das kannst du glauben und irgendwie so, verstehst du, also dieses Spirituelle, also wo ich sage, ja, völlig okay, aber ein paar Körner dabei essen, ja. Genau, genau. Also es ist so auch dieses Klischee natürlich, dass einige eben denken, dass man dann ständig dieses künstlich hochgeschwinge ist. Ist es nicht, ja. Das Künstliche ist, glaube ich, das Zauberwort. Ja, genau. Das ist so, da wo man sagt, okay, ich habe das Stadion wahrscheinlich auch durchlaufen schon. Da muss man halt mal durchgehen, bis man irgendwann erkennt, das brauche ich alles nicht. Es ist doch sowieso alles spirituell. Ich brauche mich gar nicht eigentlich. Es ist doch sowieso alles spirituell. Genau. Du, und selbst wenn du dich gegen ein Schnurzpiep völlig gegenteiliges Leben entscheidest, also wie komplett antispirituell, ist das auch spirituell? Absolut. Weil letztendlich, was ist Spiritualität? Das ist das Bewusstsein. Und auf welcher Ebene du das durchmachst, auf welcher Ebene du deine Erkenntnisse, das ist dem Bewusstsein, ehrlich gesagt, völlig wurscht. Und ich glaube, das Bewusstsein findet es auch ziemlich geil, wenn nicht alle in dieser Weichspülstimme sprechen, sondern manche auch wirklich knackig unterwegs sind. Weil Absolut. Das Bewusstsein will sich erfahren durch uns. Und ja, und ich glaube halt auch, also ich habe auch so das Gefühl, ich habe ja auch schon verschiedene Lebensphasen hinter mir, wo man sagt, man hat mal so eine dynamische Lebensphase, wo du also wirklich Sturm und Drang und alles erleben und powern und
was auch immer, was denn da eben wichtig ist. Dann immer auch so Rückzugsepisoden, wo man sagt, jetzt brauche ich einfach nur mal Stille und Natur und was auch immer was. Bis man so, ich für mich zumindest, bis man so für sich selber so eine Art Balance findet, wo man sagt, ja, also ich habe so das Gefühl, also sozusagen das Feintuning im Leben dann noch so ein bisschen sagt, okay, jetzt habe ich so das Gefühl, mein Tuning ist so veredelt, um jetzt auf der einen Seite diese Stille, auf der anderen Seite diese Dynamik zu haben, weil ich brauche auch, ich bin ein dynamischer Mensch, ich brauche viel Sport, ich brauche auch dynamische Bewegungen. Das ist auf der einen Seite mein Part, aber natürlich auch diese Ruhe, diese Stille. Das eine ohne das andere geht bei mir nicht. Das ist so wichtig, glaube ich, für jeden, dass man sich selber so irgendwo diese Balance schafft. Aber das ist immer irgendwo abgebogen, glaube ich. Ne? Ja, aber es ist trotzdem cool. Du hast es ja schön beschrieben, nämlich, dass die unterschiedlichen Lebensphasen auch unterschiedliche Balanceinhalte haben. Oder vielleicht sind manche Lebensphasen gar nicht so sehr auf das Balance-Thema ausgerichtet. Also ich kann mich erinnern, meine Sturm- und Drangzeit, da hätte es mir mit Balance nicht wirklich kommen müssen. Die wurde dann mal zwischendurch reingeschoben, damit es irgendwie einigermaßen im Gleichgewicht bleibt. Aber ansonsten wirklich gibt Gas. Ja? Ja, ja. Und jetzt freue ich mich, ich bin 50 seit diesem Jahr und irgendwie ist schon eine coole Zeit. Ja? Ja. Also ich feiere das, diese Ruhe, also diese Balance einfach. Ja. Genau. Auch das, aber auch das, weil wir sind gar nicht so weit abgekommen, auch das hat mit dem Verstand zu tun. Dass wir wirklich, glaube ich, mittlerweile gemerkt haben oder gelernt haben, auch jetzt über Bücher oder spirituelle Praxisen oder einfach nur durch die Erkenntnis des normalen Lebens, das, was der da oben erzählt, ist nicht immer alles richtig. Und es macht einfach keinen Sinn, jedem Gedanken panisch zu folgen. Ja? Sondern ja, sich auf das Hier und Jetzt auszurichten und das wahrzunehmen, was ist und eben nicht in den Widerstand zu gehen. Ich glaube, das Schlimmste ist, der Widerstand gegen das, was ist. Das, was ist, ist eh das, was ist. Unser Verstand geht in den Widerstand. Was müsste besser sein? Jemand guckt komisch, jemand redet vielleicht komisch. Die Wartungen werden nicht erfüllt. Und irgendwas ist zu wenig da. Also es ist permanent Widerstand. Genau. Also diese Projektion geht ja immer darum. Also ich habe das jetzt auch erlebt, diese Projektion zu sagen, was ist eigentlich die Wahrheit? Also da war ich zum Beispiel, das möchte ich kurz erzählen, kurze Episode aus meinem Trainerdasein. Ich hatte früher Kampfsportstunden gegeben, also sprich so Tebo, wer das kennt, also Musik mit Kampfsportbewegungen, war volle Stunde, 25 Leute und es war so ein Kurs. Ne? Und da war immer einer dabei, also wo ich gedacht habe, was ist mit dem los? Der lacht immer, ja. Da bin ich, und dann bin ich halt hin und habe gesagt, ist es vielleicht zu lasch oder was ist denn mit dem? Und dann halt noch mal, bin ich halt nochmal intensiver und nochmal intensiver, ja. Dann bin ich halt hin, habe ich dann mal geschaut, was macht denn falsch und da noch korrigiert und da nochmal. Dann hat das Lachen schon noch vergehen, so ein bisschen, ne? Und dann, und auf jeden Fall, warum ich das erzähle, ist, dann irgendwann, ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, keine Ahnung, 5, 6 Einheiten schon gemacht, ne? Und irgendwann in der Umkleide habe ich gedacht, also ich halte es jetzt nicht mehr aus, jetzt frage ich den mal, was ist denn da jetzt, also jetzt muss ich dich mal fragen, sorry, aber du lachst immer so, was ist denn, machst du so viel Spaß oder irgendwie so versucht, ne, so ein bisschen, ne? Und er dann, also sorry, aber ich muss es jetzt mal sagen, wie du machst es perfekt vor, du zählst richtig, also wie du es immer einzählst, dann korrigierst du mich noch, machst Stimmung und ich bin froh, wenn ich das irgendwie überhaupt hinkriege, ja. Und ich denke mir mal, wie macht denn der das? Und ich war, und das ist zum Beispiel das, wo ich sage, aus meiner Projektion heraus, aus meiner inneren Unsicherheit heraus, aus dem Verstand, habe ich auf dem quasi meine Unsicherheit projiziert, obwohl der komplett was anderes damit gemeint hat, ja. Du hast ihn sogar gequält, mein Gott! Ja, aber Kerl, aber geile Story. Die ist gut. Ja, das ja. Stimmt. Das ist, also das war richtig krass. Also als Trainer, da habe ich auch einiges gelernt, ne? Klar, mit Projektion. Ja. Ne? Genau. Voll, aber das ist cool. Genau, der war eigentlich voll für dich. Der war voll. Und deine Unsicherheit hat sogar noch irgendwie versucht, genau, irgendwie das Lachen vergehen zu lassen. Oh, der Arme. Und das ist halt für mich ein gutes Beispiel, zu sagen, ey, pass mal auf. Deswegen habe ich auch so mal ein Thema gemacht, wo es nur um Klarheit geht. Klarheit ist der Schlüssel, um deinen Verstand mal klar zu machen, das ist überhaupt nicht der Fall. Oder wenn es dann der Fall wäre, was du vielleicht befürchtest, sagst, sorry, findest du mich blöd? Ja, ich finde dich blöd. Dann denkst du, okay, warum? Ich dein Kurs, ja. Genau, oder ich kann was ändern. Dann kann ich sagen, okay, pass auf, ich kann was ändern. Also man muss es immer positiv auch sehen, obwohl es dann auch unangenehm ist. Genau. Klar, ja. Okay. Ja,
Ja, von daher wären wir, glaube ich, soweit theoretisch erstmal durch vom Thema. Außer du möchtest noch zu diesem Thema was sagen, generell? Nee. Sehr cool. Einfach die Leute motivieren, so ein bisschen aufzupassen, sich nicht reinziehen zu lassen in diesen Strudel, sondern Herr der eigenen Gedanken zu bleiben. Mhm. Das wäre jetzt so der Tipp für dich, jetzt wenn du jemanden hast, der sagt, okay, ich komme zu dir. Wie würde es dann ablaufen, wenn zum Beispiel jemand sagt, pass mal auf, ich möchte an mir arbeiten, ich weiß jetzt nicht so recht, wie ich da weitermachen soll. Welches Problem hat der vielleicht auch oder diejenige, die zu dir kommt, und wie kannst du denen dann helfen? Wie läuft es dann ab? Wie ist es dann bei dir momentan? Genau, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, mich zu buchen, aber machen wir es jetzt mal ganz pauschal. Wir schauen uns natürlich die Problematik an, die Hintergründe, die energetischen Verstrickungen und finden dann einen Weg, die Blockaden zu lösen und auch eine neue, also auch dem Klienten entsprechende Denkweise zu etablieren, Ausrichtung natürlich, Handlungsebene, ne? Weil wenn ich immer das Gleiche tue, darf ich nicht erwarten, dass sich etwas ändert, also aber eben für den Klienten entsprechend, nicht das, was ich gut finde, sondern was zu ihm passt, und dann wandeln wir, so schön dein Beispiel gerade war, du dachtest, der Teilnehmer lacht dich aus, machen wir das mal ganz kurz. Ja. Auf einmal hast du gemerkt, krass, der ist voll für mich. Und so schaffen wir das auch, dass wir einen Zustand hervorbringen, dass das Leben uns positiv begegnet und wir darin integriert sind und unsere Ziele erreichen. Also wer natürlich richtig Bock hat, inklusive Seinspotenzial-Coaching, also inklusive der richtig krassen Analyse, wer bist du, was sind deine intrinsischen Motivationen, was brauchst du, um in deine persönliche Bestform zu kommen und auch in ihr zu bleiben. Das ist natürlich der Oberkracher. Ne? Also wer darauf Bock hat, das ist natürlich nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Ja? Aber eben auch ohne ganz normal, einfach ein Gespräch. Und dann wird es schon so weit dann rauskommen, was für den geeignet ist. Ein Gespräch reicht schon, um das ist meine Fähigkeit, das mache ich seit 19 Jahren hauptberuflich. Also ich habe eine Gabe, mal unabhängig von allem, was mit Spiritualität zu tun hat, ich habe eine Gabe, die unfassbar schnell in der Lage ist, die Zusammenhänge zu begreifen und zu verstehen, was derjenige für ein Problem hat und was und wo die Lösung ist. Also die Lösung und für ein Problem sind für mich immer eine Einheit. Mhm. Wenn mir jemand sein Problem schildert, sehe ich die Lösung. Und sehr cool. Das bringe ich dann ins Sichtbare und schön. Das kannst du auf alle Lebensebenen. Sehr cool, ja. Sehr cool. Ja, wenn mit dir in Kontakt kommt, mit welchem Kanal oder wo trifft man dich denn am besten? Wenn du also sagst, okay. Ganz normal anschreiben über meine Homepage linda-giese.de, ansonsten bin ich bei Facebook vertreten, bei Instagram, bei YouTube. Heute Abend um 21 Uhr habe ich noch ein schönes Live, da werden wir sogar ein bisschen Karten legen, also wer da mal reinschnuppern möchte, was sie in nächste Zeit bringt, wie wir uns ausrichten wollen, ist immer eine sehr schöne Energie für auch das Unterhaltsame, aber eben auch für die Seele, genau, überall. Ja, vielen Dank. Also ich das danke ist dir das, sehr. Wo ich sage, hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Es war auch ein wunderbares Thema, auch so in der Tiefe auch mal drüber zu reden. Und ich hoffe auch für die Zuhörer, dass sie was mitnehmen können. Also im Nachgang kann sich derjenige dann natürlich auch nochmal anschauen, Kommentare hinterlassen. Das werden wir natürlich dann auch beantworten. Ja. Und ja, also von daher vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Abend und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, ich danke euch auch für die schönen Kommentare. Ich sehe es gerade, ganz wertvoll. Danke. Vielen Dank an alle nochmal. Genau. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss.